was. Egal, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Survival in the Woods. Wir sind wieder unterwegs. Wir haben einen Kompass. Wir holen uns jetzt Obsidian. Und dann gucken wir mal, was wir so Schönes machen. Nö, weißt du Bescheid. Das wird erstmal so das sein, deswegen habe ich auch 4 Eimer mit. Mal gucken. Hä? Hä? Floß? Hä? Ich habe das Floß aufs Wasser gesetzt, aber es ist nicht da. Nee, das hat auch keinen Bock auf dich. Das mag dich nicht. Warum ein zweites? Hallo, ich bin ein Floß und ich mag keine Dunkelpfoten. Moment, das Floß ist noch in meiner Tasche. Schade. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so. Was ist nicht so? Du bist nicht so. Doch, ich... Das ist ja eine tolle Begrüßung. Was denn? Was? Also ich mach das gerade an. Du bist nicht so. Wobei, ich sollte mal vielleicht erst ein Konto mitnehmen, Kompass mitnehmen, bevor ich... Konto, die Freiheit nehme ich mir. Was? Nein. Aua. Okay, die Boote gehen immer noch so schnell kaputt wie früher. So. Wie geil intelligent das von mir gemacht ist. Ich habe einfach nur entsprechend auf dem Weg zu den ganzen Gelegenheiten hier... Was? Wie geil intelligent? Ja. Wie geil intelligent? Wie geil und intelligent das von mir gemacht ist, ja. Das ist halt einfach, das erstaunt mich selbst. Das kennst du so gar nicht von mir, ne? Genau, das bin ich gar nicht gewohnt von mir, dass ich geil und intelligente Sachen mache. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, warum sind wir jetzt losgezogen? Es ist geil und verdammt intelligent, aber ich habe keine Ahnung, was. Tja. Ach genau, alles klar. Okay, das muss ich mir auch jedes Mal erst denken, auch selbst wenn die Aufnahmen nur 2 Minuten auseinander liegen. Was eigentlich das Thema? Ja, das denke ich mir auch manchmal. Fast ist ja, also ich stehe so jetzt hier, ich habe irgendwas in meiner Pfote, das ist so ein Block Dreck und ich weiß nicht mehr, was ich damit vorhatte. Ja, so ungefähr. Ich habe einen Block voll Dreck, und rat mal, was da drin ist. Noch mehr Dreck. Noch mehr Dreck. Hä? Hey. Wow. Dreckstein. Alles muss im Eck sein. Ich drück dich in Dreck rein. Was? Wie war das doch gleich? Die Tiere können nicht spawnen, oder? Keine Ahnung. Also sie spawnen nicht nach. Wenn es das ist, was du meinst. Ja, weil ich hab hier jetzt auf einmal eine Kuh. Und hier kann keine Kuh auf einmal irgendwo aus der Ecke gekommen sein, weil... Oh, da ist jemand gerade in die Lobby oben. Ja. Kommt ja, der, der, ich sag mal, so lange lesen kann, sollte er jetzt nicht dazukommen. Wenn ja, flame ich ihn raus. Okay. Der Abtrünnige kommt zurück. Der Abtrünnige hat wegzubleiben. Der Abtrünnige kommt zurück, er hat wegzubleiben. Ich hör's schon. Ey. Wenn er reinkommt, gibt's ein lautes Verpiss dich! Ja. Du bist raus! Hoeka, sie sind raus! Aber warum? Oh Gott, das ist mir jetzt hier gerade ein bisschen zu viel. Das Gold könnte ich auch mal zur Seite legen, den Bernstein ebenfalls. Meine Güte. Kann es denn, dass auch solche Sachen wie Pflanzen mit Lebensmitteln weniger werden? Achso, nee, eigentlich nicht. Das ist ein Weltengenerator. Ich wollte gerade sagen, Pflanzen ist Natur, das wächst ja so nach, ne? Okay. Das ist ja realistisch. Wenn du Tiere tötest und da nichts mehr ist, um sich fortzupflanzen, können die auch nicht einfach wieder spawnen. Nee, pflanzen sich so oder so nicht fort. Also. Ja, aber es ist das ist gerade was anderes. Ach, das Fleisch nehme ich einfach mit, aber ich lasse es roh. So, jetzt haben wir gerade so eine geile Möglichkeit gefunden. Ich hasse diese ganzen Löcher hier, ey. Ich würde am liebsten alles zubauen. Na, tust du. Ja, klar, dann beschäftige ich mich in Folgen nur damit, Löcher zuzubauen. Ein Loch, 2 Loch, 3 Loch. Die Blumen, ne? Was war das denn? So. Überall, diese Blumen sind überall. Überall sind die Blumen. Ich hoffe, dass die Viecher jetzt nicht despawnen. Das wäre nämlich bitter. Was regnet? Röstelt mir. Ja, da fällt mir ein, ich habe die kompletten Wettergeräusche ja ausgemacht gehabt. Weil der Regen immer so ein bisschen arg auf den Wecker geht. Naja, gut. Mach ihn doch einfach nur leiser. Hab ich doch. Ja, das heißt aber nicht aus.
Aber da ich jetzt gerade eh hier im Schnee rumlaufe, macht es keinen Unterschied. Also insofern erfriert er eh gerade, ja? Das wäre schön. Nein. Aber doch, ich werde aber Schnee ist leise. Achso, da kannst du leise erfrieren. Das ist ja okay. Jetzt bin ich auf dem offenen Meer. Also Phil, du darfst auch leise erfrieren. Gucken einfach mal, wo wir jetzt hingehen. Das bin ich zurück. Oh cool, es gibt... Okay, das ist interessant. Ich wollte... Wo hab ich das? 30 da hinten Mal wollte ich hin. Oh, ist ja schön schnell. Da. Gelaufen. Mei. Zaun hab ich? Ja. Ein Stück Zaun. Ja, das ist zwar nicht Stück ganz... Das ist eine einsame Insel. Ich glaube, ich habe dem Naveen seinen Startpunkt gefunden. Lustig. So, das haben wir. Interessant, was es da so unter Wasser alles gibt. Es leuchtet vor allem. Alles unter Wasser. Ach verdammt, ich wollte was zwischen den Folgen fragen. Ja. Haha. Wir hätten dir eh nicht wahrheitsgemäß geantwortet. Hätten dich belogen und betrogen. Genau. Wenn es mit den Regeln zu tun hat, hättet ihr mich schon wahrheitsgemäß beraten. Nö, wir hätten dir das Falsche gesagt, damit du gegen die Regeln verstößt und wir dich dann rauskicken können. Und wir dann sagen können, tja, das hättest du mal richtig machen können. Naja. So läuft das hier. Freunde, was? Naja, gibt's nicht. Also es ist ein ziemlich großer Ozean. Ja, komm vor, ne? Das oh, Land. Dann oh, ist das sogar richtiges Land. Das ist geil. Oh, mit einem Baum drauf. Aber das kriege ich nicht hin. Wenn wir mal ein bisschen machen, damit wir... Sind das Fackeln da hinten? Ja, das sind meine Fackeln. Geh weg. Wollen wir ja nicht irgendwie. Tut mir leid, hier sind zu viele Bäume. Das sind schon zwei. Oh, ein Skelett. Es ist das nächste, aber ich brauche das hier. Das fehlt mir gerade. Das ist nicht so schwer. Kühe. So, jetzt ist das genau, so das ist die Frage. Oh, genau. Wieso habe ich eigentlich jetzt gerade keinen Hungerbalken auf dem Schiff? Auf dem Schiff? Achso, ja, das ist das, was ich schon mal dachte, wo ich mir dachte, so im Sinne von, das ist jetzt ein bisschen strange. Das ist aber nichts Neues, dass man da keinen Hunger hat. Du hast Hunger, er wird nur nicht angezeigt. Ja? Ja. Besten Fall, da gehen wir mal an Land. Hast du es ausprobiert? Ich habe darauf geachtet, weil die Folge, wo ich so viel auf Wasser unterwegs war, wollte ich natürlich, dass es fair bleibt und habe dann darauf geachtet, weil ansonsten kannst du halt in Anführungszeichen, wenn du Hunger hast, ja in Anführungszeichen indirekt schummeln, indem du dich einfach im Boot setzt und sagst so, im Boot habe ich keinen Hunger. Nee, nee. Gut, aber du kannst ja auch nicht ewig nur im Boot bleiben. Hat mich das Spiel denn jetzt hingesetzt? Ja, das ist schon richtig, aber... Wo ist mein Schiff hin? Ach so, ja, das hat das manchmal. Ja. So. Was das angeht, buggt es manchmal rum. Das ist toll, jetzt bin ich auf einer Insel und hab kein Schiff, um zurückzukommen. Neues bauen? Ja, aber das ist doch trotzdem doof. Na, gucken wir uns jetzt. Oh, ich weiß ja nicht, was, ob das eine Insel ist. Dann ist auf jeden Fall Kürbisse, die einem nichts bringen. Sehen hübsch aus. Man kann was draus kochen. Da ist ein großer Pilz. Hm. Au! Kannst du dich jetzt. Arschskelett. Arschskelett? Ja, das auch. Wieso muss ausgerechnet jetzt Nacht sein? Bei mir wird's gerade Tag. Jetzt ist schon Tag. Da oben ist eine Witch. Hä? Was ist das da? Ey, das Spiel verarscht mich. Echt? Warum? Es sind jetzt 4 Kühe hier. Ich hab die Folgen davor, ohne Witz, ich hab die Folgen davor, alle Folgen, alles abgesucht. Und da war nix. Hallo, Creeper. Deswegen die Frage wegen dem Spawn. Ja. Ja. Komm, habt euch mal lieb hier, genau, Nachzucht erstmal hier. Habt euch mal. Ich bin ein von Baumwipfel zu Baumwipfel hüpfender Wolf. Das finde ich gut. So, kommt ihr auch alle mit, weil das wäre jetzt richtig episch. Oh nein. Ich hab einen Enderman angeguckt. Oh, mich würde interessieren, wie viel Schaden die machen, wie stark die sind jetzt auf diesen... Ihre Grillenzirpen. Schön gewesen, aber das fand ich nicht richtig.
kommen. Ich habe so ein bisschen Angst, von den Bäumen runterzugehen. Hey. Komm mit, du! Ich glaube, ich gehe jetzt gleich zurück. Genau, schön, komm hier. Das ist natürlich jetzt nicht ganz das, was ich... Oh mein Gott, was macht dein Kieber im Baum? Überraschung! Surprise! Surprise, what the fuck? Oh nein, ist mir runtergefallen. Auch ne. Oh, hast alles du klar. Er kriegt ein Kind. Oh fuck. Oh fuck. Ja, das muss man dafür tun, um ein Kind zu kriegen. Hinter mir ist zum Glück Wasser. Bist du gerade angefangen zu brennen? Nein. Wenn hinter mir Wasser ist, oh, da kommen Zombies raus. Ja, okay, so viel dazu. Das wird noch eine richtige Tortur, die alle rüber zu kriegen. Hallo Creeper, ich werde dich jetzt bekämpfen. Oh. Explodiert. Fliegende Stück scharf. Ja, wir brauchen Holz. Ach, und da ist der Enderman, der rumfliegt. Flying Enderman. Oh mein Gott. Oh. Was denn? Die Creeper sind jetzt hier natürlich im Gras auch sehr gut getarnt. Explodieren noch schneller. Habe ich das Gefühl. Im Gras? Im Allgemeinen. So. Und jetzt endlich Tag. Nie mehr. Es ist die lange Nacht. Es wird niemals mehr Tag. Das könnte sogar sein, wenn das hier ein Gewitter ist. Auch Fichten. Nein, wollen. Mann. Komm her jetzt. Kurz orientiert. Weiter geht's. Eichenholz und Fichtenholz konnte ich noch nie unterscheiden. Ey, ich finde die sehen gleich aus. Nur später, wenn du sie nutzt, sehen sie anders aus. Beim Abbauen meinst du vorher, ne? Bitte? Beim Abbauen vorher meinst du, ne? Ja, genau. Die Bäume an sich finde ich ja auch so. Du. Vor allem, wenn es dunkel ist, siehst du die Farbe ja eh nicht. Meine Güte, dieser Enderman. Lebst du noch? Ja. Oh. Der hat sich voll hinter mich, also ja, direkt genau. hinter mich teleportiert. Und jetzt war einfach nur, unheimlich. Ich erschreck mich doch, Leute. Ja. Als man in den TS gekommen ist. Du in den TS sagst, hallo, das erste, was passiert ist, dass das Hütchen schreit. Ja, da rechnet doch keiner. Genau, wenn du im Teamspeak bist, und man sich sagt, man trifft sich, rechnet dann ja auch nicht damit, dass da Leute kommen. Oh, hallo Skelett. Keines. So. Ich vergrab mich jetzt einfach im Wasser. Das ist, cheaten. Ach ja, stimmt, verdammt. Wasser vergrab vor allem. Ja gut, doch vergrab dich im Wasser. Ach, mach das mal. Und vergiss was dabei wart zu ihr atmen. Eigentlich? Hey, Jungs, Mädels. Hier, hallo, ich hab hier... Komm. Ach, das warst du. Oh. Ich würde sagen, nein, es ist noch nicht so weit. Achso, da sind 1000 Fiesler, okay. Das sind passt. Zirpen, die hier zirpen. Die sind mega. Zirpen, die hier zirpen, alles klar. Wieso sind die ätzend? So, jetzt ist tu noch nichts. Frage. Hm. Bau mal deine Base. Kurze Frage, wenn ich jetzt so einfach so ein 2x6 großes Loch mache und Kühe reinschubse, die spawnen die dann? Nein. Tiere, die spawnen nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Sehr, sehr gut. Das haben sie schon in Alpha aufgehört. Yes! Oder in Beta? Ja, in Beta glaube ich erst. Was hast du denn? Was wir brauchen. Nicht. Wir haben jetzt auch gerade, also mehr komisch als sinnvoll, aber... So, jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich. Welches Level habt ihr eigentlich so? 40. 17. 33. 15, ich war ja gestorben. Ja, ich bin ja auch gerade vor kurzem gestorben. Ich bin ja vor kurzem, habe ich vom Ableben. Boah, ist das gut, ey. Oh, gucken wir mal. Was brauchen wir davon? Scheiß auf die anderen da hinten, die können wir alle umbringen.
Wir brauchen das hier. Wir haben jetzt hier quasi unsere eigene kleine Todesgrube. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und noch eine Menge mehr. Das alles und noch viel mehr. Wegen besteht meine Karte auch nur aus Gras. Farbstoffe. Ja, dann. So, wir müssen es natürlich ein bisschen ausbauen, weil das ist ja... Und alles einsortiert. Oh, der Kürbis. Perfekt. Jetzt muss nur noch das Weizen aufgehen und easy. So. So, hier oben bin ich sicher, hoffe ich. Das Problem ist natürlich, dass es jetzt regnet. Ich glaube, ich versuch's mal wieder zurück. Also sollen wir da nicht brennen kann, der aus irgendwelchen Gründen auf den Baum gekommen ist. Wer juckt da die Nase? Boah. Was war das denn? Das war der nasale Angriff. Kam schneller als ich gucken konnte. Du sollst ja nicht gucken, du sollst drücken. Was? Da muss man nichts drücken. Doch, den Knopf fürs Muten. Ach so, ja, den habe ich nicht so schnell gepackt gekriegt. Das war das Problem. So, jetzt müssen wir hier nur noch entsprechend, haben wir quasi hier so eine Futterluke. Ja, genau das. Hallo, ist das eine wilde Jagd hier gerade? Ich gegen Aber wir ziehen jetzt Wenn ich einen Deckel drüber baue, dann also ich bin gerade einfach nur übel verwirrt, aber die werden jetzt nicht mehr despawnen oder irgendwas. Nein. Was Tiere despawnen nicht, schon seit Urzeiten. Damals 1860. Was? Ja, in der Beta haben sie es wirklich. Da sind sie auch regelmäßig wieder respawned. Anderes? Oh, das... Nein, nein. Was? Oh Gott. Was? Und wir brauchen das. Es hat Gründe, ja, warum gespannt, ich das gesammelt habe. Was das hinführt. Ich habe gerade fast erstmal meine Kühe geflutet. Das hat alles System hier. Hey. Also... Kühe sind ganz besonders saftig, wenn man sie in Wasser aufzieht. Mach mal alles hier rein. Wenn das Wasser langsam weiß wird, dann weißt du hast was richtig gemacht. Aha. Okay, also die wollen zwar noch nicht, aber grundlegend. So. Guckt euch das an. Boah, wie weit ist das denn geschwommen? Ist nicht geil. Wir haben nicht ansatzweise das gemacht in der Folge, was ich machen wollte, aber... Was ist das denn? Rochen. Und das? Der Rochen namens Jochen. Könnte sogar schon. Nee, ich brauche noch. Was brauche ich noch? Genau, ich brauche noch. Genau, so ging das. Der Röchelrochen Jochen. Nein? Doch. Oh, okay. So selten sind die Schamanen. Erik, ernsthaft. So. Essen. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ach, was mache ich eigentlich? Ich suche Sachen. Dann gucke ich in die Kiste und denke mir so, geil, da ist es ja. Ja, dafür sind Kisten da, um Zeugs drin aufzubewahren. Ja, wenn man dran denkt. Oder ein System hat, was irgendwie hilfreich ist. Wofür braucht man dieses Scheißsalz, ey? Wahrscheinlich nur zum Kochen, ne? Ah, ich bin wieder zu Hause. Schaut mal einer an, was ich hier habe. Oh, ja, okay. Jetzt? Zack. Oh, das ist geil. Oh, geil, Leute. Oh, geil. So, okay. Das denke ich mir gerade auch. Oh, geil. Was habt ihr alle? Weiß ich halt auch. Geileres Zeug als du. Oh, yeah. Aber ich brauche kein geiles Zeug, wenn ich selbst unglaublich geil bin.
Das sagst du jetzt so, aber das liegt nur daran, dass du nicht weißt, was ich habe. Ja, gerade auch. Jetzt musst du nur noch warten. In der nächsten Folge. Ja, das können wir wirklich so machen. Ja, deswegen sage ich das. Verdammte Axt, ja. Aber ich, verdammt, ich brauche hier gerade immer noch. Leute, habt ihr das gehört? Ja. Verdammt. Okay. Aber es ist gerade so, nächste Folge weiß ich wieder nicht mehr, was ich tun will. Ja eben, deswegen. Schreibt einen Zettel. Geht das? Leute. Schnauze jetzt. Hallo. Ja, hi. Ja, komm schon, okay. Es ist keine lebensbedrohliche Situation. Ja. Hast du ja grundlegend recht. Ja, schön. Macht euch ein Zettelchen und postet an den PC. Okay, alles klar, gut. Dann, genau. Dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, bis gleich. Gleich. Verdammte Axt, wir haben die ganze Zeit, aber wir haben Kühe gefunden, also so oder so, es hat sich gelohnt, wir können nochmal hin und können uns Leder holen, wir können einen zweiten Rucksack vielleicht machen, wir können so viel, es ist einfach nur so viel am Klappen, es ist klasse, dass es so klappt, aber es ist natürlich bitter, dass wir jetzt mit der Folge schon vorbei sind, 20 Minuten gehen einfach viel, viel, viel zu schnell um, wenn ihr noch Tipps für mich habt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, einen Daumen nach oben da. Guckt bei den anderen rein. Sorry, da kam ein bisschen Schluck auf raus. Ich wünsche euch soweit noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.